Guten Morgen, hier ist die Puppenmami. So, heute mache ich weiter mit Drogo von Game of Thrones. Ich glaube, jetzt habe ich auch alles zusammen, was ich zusammen haben sollte für ihn. Einmal braun für die Hose. Kuhfell, der hat über seiner Hose so ganz, ganz wenig, aber er hat so 2, 3 Lappen hängen. Mit Kuhfell. Naja, das hier ist ja wohl offensichtlich. Ich muss die Puppe noch weiter fertig stricken. Braun für die Haare. Gold weiß ich noch nicht genau, weil ich will die Perlen ja für den Bart und für die Haare hinten machen. Aber ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich das genau mache. Ich will nachher noch zur Idee fahren und wegen goldenen Perlen gucken. Ja, er hat jetzt lauter Schnüre an den Armen und auch an der Hüfte, deswegen auch ein paar Bänder. Ich wollte jetzt keine Lederbänder nehmen, ich wollte eher Stoffbänder nehmen. Naja, blau ist für die Tattoos. Jetzt weiß ich nur noch nicht, welche Knöpfe ich nehme. Die hier, die habe ich in Amsterdam gekauft, die finde ich super schön. Das richtige Goldglänzend. Wenn es die in kleiner gegeben hätte, wäre ich glücklich gewesen. Der hat an seinem Gürtel eben halt auch Knöpfe hängen. Jetzt muss ich gucken, welche ich nehme. Ich denke mal, die sind einfach zu groß. Sieht man schon. Also ich dann wahrscheinlich hier die kleinen dran nehme. Er hat nämlich vorne 3 Stück oder hier seitlich einen, hier in der Mitte dann einen und hier wieder an der Seite einen. Muss ich mal schauen. Und den habe ich einfach gekauft, weil ich den einfach cool fand, den Anhänger. Vielleicht bastle ich den irgendwie mit rein, dass er hier noch was runterhängen hat oder so. Ich fand den einfach cool. Ja, und da ich den Darsteller treffe nächsten Monat, muss die Puppe zügig fertig werden. Deswegen werde ich mich mal dran machen. Und wenn ich weitere Fortschritte zu sehen zeigen habe, dann mache ich wieder ein neues Video. Bis dann. Tschüss.